Ja, moin, hello und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Wir sind auf dem Weg nach Nürnberg, genauer gesagt zu BMW Motorrad Nürnberg und geben diese wunderschöne BMW R1300 GS ab. Ich hatte dieses Motorrad jetzt für 4 Tage, bin ein paar hundert Kilometer damit gefahren und will euch in diesem Video jetzt mal abschließend meine Eindrücke von dieser BMW-Maschine mitgeben. Ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder immer jedes Video sieht, deswegen noch mal ganz kurz zusammengefasst. Ich hatte die BMW R1200 GS und dann die R1250 GS. Diese Maschine hatte ich aber leider nur wenige 1000 Kilometer, bis sich dann ein Autofahrer dazu entschieden hat, mich komplett aus der Spur zu schallern. Die Folge, die BMW R1250 GS erlitt einen Totalschaden und ich hatte kein Motorrad mehr. Das alles ist jetzt schon ein paar Monate her. Jetzt habe ich die Chance bekommen von BMW Nürnberg, dieses wunderschöne Motorrad, die neue GS, zu testen. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Ich bin dieses Motorrad in den letzten Tagen jetzt in der Stadt gefahren, im Stop and Go, im Berufsverkehr, auf der Autobahn und eben vor allem auch auf der Landstraße, weil da ist dieses Schätzchen natürlich zu Hause. Und ja, ich will diese Kategorien jetzt einmal noch mal kurz mit euch durchsprechen, um wirklich mal endgültig mein Fazit abzugeben über dieses wunderschöne Motorrad. Fangen wir an mit dem ersten Thema. Sound. Das ist tatsächlich einer der wenigen Punkte, die ich nicht so gut finde auf der 1300er GS. Meiner Meinung nach könnte der Sound noch ein bisschen kerniger und präsenter sein. Man kann dieses Motorrad natürlich auch von BMW direkt mit dem Akrapovic-Auspuff bestellen. Da bin ich mir sicher, hört sie sich geiler an. Das wäre auch meine Empfehlung. Es sei denn, man ist jemand, der gar nicht so viel Wert auf einen krassen Sound bei einem Motorrad hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Motor gar nicht vorhanden ist jetzt vom Sound her, aber ich persönlich würde hier immer noch mal nachlegen und einen Sportauspuff draufklatschen. Ich hatte bei meiner 1250 GS einen SC Project drauf, bin aber auch schon mal eine GS mit Acra gefahren. Beides sehr, sehr geile Auspüffe. Das zum Thema Sound. Ja, wenn man hier einmal drauf sitzt und jetzt zum Beispiel wie ich mit Sitzheizung, Griffheizung, im Tempomat ganz entspannt dieses 240 Kilo Schiff durch die Landschaft bewegt, dann fällt einem auf, das Motorrad ist unfassbar ausgeglichen und unfassbar gut konzipiert. Es ist natürlich ein Super Adventure Bike mit 146 PS, also auch noch mal 10 PS mehr als die Vorgängermaschine, und dieser Boxermotor hat einfach Bums und Power in jeder Lebenslage. Das finde ich natürlich sehr schön. Man kann mit diesem Motorrad auch richtig Sportler jagen. Es ist unfassbar, wie viel Leistung hier drin steckt, und das macht einfach Spaß, diesen Motor zu bewegen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie ruhig, wie entspannt sich dieser Motor fahren lässt. Total unaufgeregt, total ruhig, aber in jeder Lebenslage kraftvoll. Das macht einfach Spaß. Der Motor ist absolut top. Was auch echt geil ist, oh, Motorradfahrer, was auch echt ziemlich geil ist, ist das Fahrwerk und die Bremsen. Also das gesamte Konzept Motor, Bremsen, Fahrwerk ist super, super abgestimmt, sowie die Übersetzung. Also dieser Quickshifter ist nochmal unhakeliger und nochmal schneller gefühlt als die Vormodelle. Die Bremsen packen mega zu. Du kannst dein Fahrwerk hier gut einstellen. Also ich habe es gerne auf dynamisch eingestellt, weil ich finde das ganz lockere mir fast ein bisschen zu weich. Da finde ich das dynamische besser. Auf Komfort federt es richtig schön nach. Du merkst überhaupt keine Bodenwelle. Du gleitest über die Straße, und wenn du es auf dynamisch stellst, dann ist es wirklich merkbar härter und viel sportlicher. Da kannst du richtig um die Kurven brettern. Wenn du dann auf eine Kurve zufährst und die perfekt nehmen möchtest, hilft dir das Gefühl für das Vorderrad und die Bremsen halt enorm. Also die Bremsen sind super gut zu dosieren. Du hast in jeder Lebenslage ein Gefühl für dieses Motorrad und merkst auch immer dann, wie leicht sich dieses 240 Kilo oder 237 Kilo Schiff dirigieren lässt. Ob jetzt im Stadtverkehr oder in den Kurven. Das ist wirklich ein Fest. Macht Spaß. Ein Punkt, der bei Motorrädern immer, finde ich, vernachlässigt wird, wobei ich den persönlich eigentlich super spannend finde, ist das ganze Multimedia-Setup. Wir haben hier ein geiles TFT-Display. Wir können verschiedene Anzeigen wählen bei der neuen GS, eben die gerade gezeigte, oder auch die Sport,
die auch noch einen Live-Neigungswinkel hat, wie ihr hier im Display seht. Aber dazu habe ich ja auch ein ausführliches Video schon gemacht. Das findet ihr auch wie immer in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und was für mich auch total geil ist, ist, dass ich hier mit meinem Lenker mein Handy bedienen kann, während der Fahrt in verschiedenen Situationen. Im Moment zeigt es mir die Navi an. Ich kann mir aber auch hier Schräglage und so weiter live anzeigen lassen. Das ist einfach was, wo BMW richtig gut mitgedacht hat. Das Handy lädt auch im Hintergrund. Obwohl ich hier bei der 1300er auch ein Fach hätte für mein Handy und das hier mit einer Ladebuchse auch laden kann, finde ich die Lösung mit dem BMW Motorrad Connected Cradle Setup einfach wunderbar. Und falls ihr eine 1250er GS habt und jetzt umsteigen wollt, ist das mit dem gleichen Gerät möglich. Muss man hier also nichts Neues kaufen. Was ansonsten noch wirklich cool ist, sind so Gimmicks. Du kannst hier mit diesem Sandwich-Button dir verschiedene Sachen auf deine Action-Buttons legen und dann zum Beispiel dein Windschild während der Fahrt hochfahren oder auch wieder runter. Das sind halt so Sachen, die gab es bei der 1250er nicht und die gibt es jetzt bei diesem Motorrad dazu. Wenn man das alles mal grob zusammenfasst, kommt man wieder zu dem Ergebnis, dass dieses Motorrad weiterhin eines der besten, wenn nicht sogar das beste Allround-Motorrad auf dem Markt ist. Also da muss man BMW wirklich mal Respekt und Props geben. Die bauen seit Jahren die GS und die wird jedes Jahr besser. Und für mich war die 1250er GS das beste Motorrad auf der Welt. Und ja, ich muss ehrlich zugeben, dass die 1300er GS jetzt einfach nochmal ein Stück besser ist. Natürlich ist es ein teures Motorrad, gut ausgestattet, kann die 1300er GS mit den ganzen Spielchen und Koffersystem etc. Ja, geht schon fast auf die 30.000 Euro zu. Aber du kriegst dafür halt auch ein Bike, das wirklich alles kann. Du kannst damit lange Autobahnstrecken fahren, du kannst damit Touren fahren, du kannst damit in der Stadt rumgurken, du kannst richtig geile Pässe und Bergtouren fahren, kannst allein oder zu zweit unterwegs sein. Ich bin einfach GS-Fan und dieses Motorrad ist noch mal besser als die alte. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass die GS immer so ein bisschen von Vorurteilen behaftet ist. Ich verstehe das ein Stück weit, ne? Das ist Geschmackssache. So Super Adventure Bikes sind jetzt optisch natürlich keine Supersportler. Aber wenn man mal drauf sitzt, wie ich das dann getan habe bei einer Probefahrt, lässt ihr mich hier durch bitte, Dankeschön, dann versteht man relativ schnell, warum diese Motorräder so beliebt sind. Ich kann euch also wirklich, wirklich nur empfehlen, wenn ihr hier in der Gegend wohnt, in Nürnberg oder im Umkreis, geht mal zu BMW Motorrad Nürnberg, setzt euch mal drauf, macht mal eine Probefahrt aus und dann versteht ihr, warum dieses Motorrad so beliebt ist. Hey, du hast grün. Das ist aber, oh. Das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Wenn einer pennt und der es nicht schafft. Naja, ich kam damals von einer Sporttourer, einer 600er Sporttourer, habe mich auf die 1200er GS gesetzt, einfach aus Interesse, habe eine Probefahrt gemacht und habe es direkt nach der Probefahrt gekauft. Das war eine gebrauchte Maschine, die 1250er habe ich dann neu gekauft, relativ bald danach. Ja, man versteht das Thema GS einfach wirklich, wenn man damit mal gefahren ist. Das heißt, fahrt zu BMW Motorrad Nürnberg oder zu irgendeinem anderen BMW-Händler in eurer Nähe. Überzeugt euch wirklich mal selber von diesem Motorrad. Es ist ein Erlebnis. Dieses Motorrad ist ein Erlebnis. Das ist auch geil, ne? Ich meine, jetzt ist hier sicher, ich fädel mich ein, aber dieser Totwinkelassistent unterstützt vor allem in der Stadt echt herrlich. Vor allem als Motorradfahrer, wo man ja eh, wenn es hart auf hart kommt, immer die schlechtere Karte hat, sind so Kleinigkeiten wirklich wertvoll und tragen noch mehr ja, zur Sicherheit bei. Na, Leute haben es eilig, ne? Ach ja, was ein schöner Tag. 14 Grad, der Frühling kommt. Ja, vielleicht fragen sich ein paar von euch, warum ich jetzt hier nicht einfach straight durchfahre und mich vorne an die Ampel setze. Es geht mit diesem Motorrad auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich auch niemand was sagen. Der macht es ja zum Beispiel, der Kollege. Aber ich habe jetzt noch 1,8 Kilometer bis zur BMW Motorrad und ich möchte echt nicht, dass jetzt auf den letzten Metern mir noch irgendein Schnarchsack die Tür aufmacht und ich dann mit diesem Motorrad auf dieser schlecht gepflasterten Nürnberger Straße lande. Darauf habe ich echt keinen Bock. Deswegen fahren wir jetzt ganz gemächlich, meinetwegen auch im Stop and Go. Oh, der Fernsehturm Nürnbergs. Schön. Und wenn man diesen Turm so nah sieht, dann weiß man auch, BMW ist direkt da. Make life a ride.
Ich komme, ich bringe euch die GS wieder. Während ich jetzt hier auf das BMW-Gelände fahre, muss ich mich wirklich noch mal ganz herzlich bedanken bei BMW Motorrad Nürnberg für die Chance, diese wunderschöne GS die letzten Tage testen zu dürfen. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Ich weiß jetzt, dass auf jeden Fall eine GS wieder in meiner Garage stehen wird. Die Frage ist nur, wann? So, wir beenden das Video so, wie wir die GS-Reihe hier angefangen haben mit Make Life Alright. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.